Gleich. Blub, blub, Leute, willkommen zu Mount & Blade 2 Bannerlord. Wir machen das ein bisschen im Stream. Ich nehme es auf für YouTube. Ich weiß gar nicht, ob ich den solchen Chat drin lassen. Ist der an der Stelle korrekt, ist auch die Frage, ne? Wir machen das hier ein bisschen im Stream, spielen ein bisschen an. Ich weiß nicht, wie weit ich das spiele. Vielleicht nicht so weit, vielleicht relativ weit, I don't know. Es ist ja ein Sandbox-Game, wie so vieles. Und von daher. Kann man ja so weit spielen, wie man möchte, oder ne? Oder auch nicht. Und dieses Spiel geht darum, dass man ein Noble oder auch nicht Noble in einer mittelalterlichen Welt ist, die nichts mit unserer Welt zu tun hat. Also, das stimmt nicht ganz, gleich warum. Aber die sieht zumindest anders aus. Der Kontinent von Calradia, glaube ich, heißt. Das ist momentan eh alles Englisch. Sorry, Leute, dafür. Aber es gibt noch keine Lokalisation. Das ist erst mit EA draußen. Und man spielt halt, wie man diesen schmucken Herrn hier sieht, einfach irgendeinen Random, der versucht, was aus seinem Leben zu machen und Ruhm zu erlangen, Macht zu erlangen, vielleicht sogar ein eigenes Schloss, vielleicht ein eigenes Reich, das er verwaltet und das er beherrscht. Wir sind ja im feudalen Zeitalter hier. Und das Game hat praktisch zwei Phasen. Man hat die World Map, auf der man sich bewegt mit seiner ganzen Truppe, und man hat Real-Time Combat, in der man wirklich waffenschwingend umherreitet und Leuten in den Rücken schießt mit dem Bogen oder sie mit Äxten auseinanderhackt und seine ganze Truppe hinter sich, die halt mitmacht. Was ziemlich cool ist, es macht sehr viel Spaß und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Ich mache mal eine Campaign. Ich werde gleich den Part pausieren für YouTube, damit wir einen Charakter erstellen können und den designen können und sowas. Und dann hole ich euch rein, kurz bevor wir starten. Dann habt ihr den ganzen Blödsinn nicht und dann ist der Part ein bisschen concise. Ein bisschen, ne, kompakter. Es gibt 6 Kulturen in diesem Spiel. Ganz ehrlich, die Namen sind völlig wurscht, weil das hier sind die Franzosen-Engländer, das sind die Wikinger, also Skandinavier praktisch, das ist das Römische Reich, eben die Kleinen, das hier sind irgendwelche Nomaden, das hier sind die Mongolen und das hier sind die Kelten. Keltenwaliser Richtung, ne, so in die Richtung Bretonen, sowas, maybe. Ja, auf jeden Fall sehr keltisch angehaucht. Wir müssen jetzt entscheiden, wen wir davon spielen. Die haben alle gewisse Boni, zum Beispiel die Vlandians, das sind die Briten, Franzosen. Oder Normannen? Können wir das auch sagen? Ich bin mir nicht so sicher, was die Kulturen angeht. Auf jeden Fall, die haben halt Boni, wie zum Beispiel hier, mehr Upgrade-XP für Troops durch Kämpfe. Das heißt, Leute werden schneller upgegradet. Für manche Quests ganz gut. Ich habe nämlich gestern eine Quest versaut damit, wo ich Leute hätte upgraden müssen. Die Nordmänner haben weniger Movement Penalty von Schnee. Das Imperium hat Construction Speed Bonus. Für Town Projects Reparatur von Wellen nach einer Siege und Siege Engines, das heißt ziemlich gut dabei. Römer. Die Aserai haben günstige Karawanen, das sind praktisch die Händlernomaden so in etwa. Und weniger Trade Penalty, was für Trading halt ziemlich gut ist, aber ich weiß nicht, wenn man halt Trading sehr viel machen möchte, ist es vielleicht ganz gut. Nomaden, extra Speed Bonus für Horsemen auf der Campaign Map, dann müsste man aber, ich glaube, dass das hier und das hier geht nur, wenn man nur diese Truppen hat. Ich glaube, darum geht's. Und ich habe aus irgendeinem Grund keine Musik mehr, was auch super interessant ist. Aber ja, wenn man nur Sturgeons hat, also diese Nordmänner an Truppen, dann gilt das hier. Alle anderen haben trotzdem die Penalty und ziehen praktisch die gesamte Truppe, die man mit sich führt, runter. Weil die können nur so schnell laufen, wie der am langsamsten läuft. Und damit macht es dann keinen Unterschied. Genauso hier, Wälder, 10% less Speed Penalty, aber halt nur, wenn man nur mit Britannians rumläuft. Ne? Nicht so geil, ehrlich gesagt. Also das, der Bonus ist fürs Early Game am besten, finde ich, und der Bonus ist fürs Late Game am besten, meiner Meinung nach. Welchen wollen wir jetzt spielen, Leute? Welche Kultur wollen wir sein? Ich bin nicht geneigt für Mongolen oder die Händler-Leute, einfach weil, weiß ich nicht, ist nicht meine Kulturrichtung. Ich wäre für die 4 anderen, um ehrlich zu sein. Egal welche, theoretisch. Die sehen ganz cool aus, haben coole Outfits. Ja, das sind halt die Engländer und Franzosen. Ich meine, kann man sich, denke ich, vorstellen, wie die rumlaufen und so von den Truppen her, das Imperium hat, also die haben alle verschiedeneartige Truppen, die sich anders aufleveln und andere Arten des Krieges nutzen. Manche hiervon sind normale Foot Troops erstmal mit einfach nur einer Waffe in der Hand, dann werden die aufgelevelt zu Speerwerfern oder sowas oder
Ich glaube, die Sturgeons. Waren das die Sturgeons? Oder die Valendians? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die kriegen halt Speerkämpfer praktisch, die einfach einen Speer hinhalten und warten, dass die Kavallerie sich aufreibt oder sowas. Aber die Grafik ist auch echt nice. Die Grafik ist super. Ich hatte, glaube ich, bei meinem das Empire genommen. Wirklich, interesting. Ich denke, die besten von beiden sind die Valendians und das Empire vom Boni her. Ja, eben, aber es geht ja nicht nur um Boni. Es geht ja auch darum, was wir sein wollen. Wollen wir Wikinger sein? Wollen wir Kelten sein? Wollen wir mehr so das römische Imperium mäßig verkörpern? Das heißt nicht, dass wir mit denen aligned sind. Wir können, glaube ich, bei jedem anheuern. Wir sind so ein bisschen so ein Loose Cannon. Also einfach so ein Random Element im Game. Wir könnten auch zu den Franzosen und Engländern gehören. Was wollt ihr? Ich bin nur gegen die Mongolen und gegen die Nomaden, weil gibt mir nichts. Ich weiß nicht. Da habe ich nicht so den Hype für. Ist nicht meins. Die anderen Sachen hier finde ich okay. Was wollen wir? Ihr habt 4 zur Auswahl. Ich wäre für Wikinger, aber ich finde den Boni so unnötig. Der Bonus ist auch relativ unnötig, ja. Aber ich meine, wir können Wikinger sein, wenn ihr wollt. Ich kein Problem mit. Probieren wir es aus. Im Grunde ist eh wurscht. Wir können eh jeden von jedem Truppen kaufen, solange die nicht im Krieg sind mit uns. Wir können auch ein Sturgeon sein. Wollen wir? Machen wir Sturgeon. Wikinger Power. Ja, die ändert sich nie. Also der Default-Charakter sieht immer so aus. Männlich oder weiblich, Leute, ich werde jetzt kurz pausieren für die auf YouTube. Und wir sehen uns dann an, was am Ende dabei rausgekommen ist, und zwar mit den Stats. Weil hiernach muss man die Stats bestimmen, also die Hintergrundstory. Man kann eine Hintergrundstory für jeden Charakter auswählen, das erkläre ich gleich im Stream nochmal. Und das gibt dann auch verschiedene Boni. Sapsi sagt Kelten, okay. Ja, wir entscheiden uns nochmal. Wir sehen es dann gleich, was rausgekommen ist auf YouTube. Bis. So, Leute. Ich glaube, wir werden auch so toll überspringen. Willkommen zurück. Wir haben jetzt einen Charakter erstellt und wir heißen Angus. Wir sind der, I don't know, der ein bisschen irisch angehauchte Megaschotte. Keine Ahnung warum, es ist einfach, hat es so ergeben. Unsere Kultur ist Batania, das wissen wir ja schon. Oder, nee, das wisst ihr noch nicht. Wir haben gewechselt auf Batania, wir haben keine Nordkultur genommen. Unsere Familie waren Schmiede und in unserer Early Childhood haben wir unsere Anführerskills ausgeübt. Oder bewiesen. Im Aufwachsen waren wir viel auf dem Markt und in den Karawansereien. Also in den Karawanendepots so ein bisschen. Karawanserei, wie übersetzt man das am besten? Es gibt keine Übersetzung, glaube ich. Es ist einfach ein Wort, ne? Geht im Deutschen genauso. Egal. In unserer Jugend sind wir mit den Kundschaftern geritten. In unserem jungen Erwachsenwerden haben wir jemanden im Kampf besiegt. Dadurch haben wir Valor und Renown bekommen, sehr gut. Und unser Story-Background ist, als unsere Eltern getötet wurden, die wurden nämlich getötet, ich meine, das können wir hier uns nochmal anschauen. Or not. That sucks. Ich glaube, die sind alle noch gesetzt. Da. Unsere Eltern wurden, steht hier, ich meine, ihr könnt es gerne durchlesen auf Englisch, ich werde es nur kurz zusammenfassen. Unsere Eltern wurden getötet, als wir uns aufgemacht haben, weil unser Dorf vom Krieg zerstört wurde mehrfach, also überall Raider und sowas. Und unsere Eltern wurden getötet, als wir in der Herberge waren, unsere kleineren Geschwister entführt. Das ist übrigens auch die Story im Spiel. Es gibt eine Story-Quest. Zumindest in dem, außer man lädt Mods oder sowas, dann könnte das überschrieben werden oder so. Aber momentan gibt es halt diese Story-Quest. Unsere Geschwister wurden entführt und wir und unser Bruder haben überlebt. Auch wenn man weibt, dieses ist übrigens ein Bruder. Finde ich sehr interessant. Und zwar, weil wir die anderen Reisenden dazu gebracht haben, auszubrechen. Und das sind unsere Stats, die wir haben. Unsere Attribute seht ihr immer hier oben und unsere Skills innerhalb der Attribute seht ihr hier und zumindest unsere Focus Points in den Skills und das bedeutet in dem Moment jetzt gerade auch, dass sie so viel Focus Point mal 10 Stat-Wert haben. Also wir haben 10 One-Handed, 20 Two-Handed Skill, 10 Bow Skill und so weiter und so fort und interessanterweise sehr viel Social, hatte ich noch nicht so viel. Und wir heißen Angus, weil wir sind halt der Megaschotte. I don't know, vielleicht werden wir wirklich mit so einem geilen Zweihänder rumlaufen. Oder sowas, so einen fetten Claymore und dann alle niedermetzeln. Mal schauen. So viel zu unserem Background. Difficulty, wir werden alles auf realistisch machen, weil ich bin sadistisch und dumm. Wir werden den Tod nicht enablen. Ich glaube, das hat nichts mit dem Hauptcharakter zu tun, sondern if the heroes are able to die on the battlefield. Und Heroes sind eigentlich Charaktere, die man sich holen kann. Die eine eigene Story haben auch, die man erfahren kann. Und die kann man in seine Truppe aufnehmen. Ich glaube, das gilt nur für die. Wir machen es mal aus, weil ich nicht glaube, dass es für den Hauptcharakter gilt. Ich bin mir aber nicht sicher.
Das heißt in Deutsch auch so. Ja, ich weiß, dass es in Deutsch so heißt, aber ich dachte, es gibt vielleicht noch eine andere Erklärung dafür. Streut mal ein paar Schokorosinen und Haribo-Konfekt in den Chat. Wo sind denn alle? Ja, das ist wie immer, ne? Darum fand ich es bei RimWorld halt so gut mit dem, mit der Dings, mit der Mod. Weil die super viel Interaktion verursacht hat. Sonst sehen meine Streams immer so aus. Super leer. Zwei Leute reden und sonst gar niemand. Und Auto-Allocate, klar, Member-Perks will ich auch nicht, weil ich will die selber vergeben können. Zu den Clan-Membern gehören nämlich auch die Heroes, die mit uns reisen. Weil wir können drei Companions haben. Wir können aber auch wirklich uns fortpflanzen hier. Zumindest können wir heiraten. Dann kriegen wir ein weiteres Clan-Member. Was ziemlich nice ist. Man muss dann halt wirklich. Wir sind männlich. Ja, wir sind männlich. Dann muss man eine Frau den Hof machen und sie dann davon überzeugen, dass man doch super Heiratsmaterial ist. Am besten Nobel sein. Gibt die besten Frauen. Ne? Wieso heißt der bei mir immer Niasen? Der Typ heißt eigentlich immer anders, ne? Bei mir heißt er immer Niasen. Das ist immer der Mr. Nieser. Oh well. Brother, it's been 3 days now. We've been tracking those bastards. I think we're getting close. We need to think about what happens when we catch them. How are we going to rescue Farrokh and Athene? Are we up for a fight? Das sind unsere Siblings. This looks like an old trading field for the Legions. Perhaps we can spare some time and brush off our skills. The practice could come up useful when we catch up with the Raiders. Habe ich schon gemacht, in einem kleinen Discord-Stream. Muss ich nicht nochmal machen, deswegen. Denkst du, wir werden die Raider bald erwischen? Gut, das ist eigentlich wurscht, weil was machen wir nicht mit den Raidern, ne? Die Quest geht so. Also wir gehen hinter den Raidern her. Erst trainieren wir hier, dann holen wir uns ein paar Truppen aus einem Nachbardorf. Gehen hinter den Raidern her, hauen die Raider um, nehmen den Anführer gefangen. Er zieht mit dem Anführer ab und wir müssen Geld beschaffen, damit wir die Siblings und mit den Anführer und unseren Truppen zieht er ab, der Drecksack. Und unserem ganzen Loot und allem. Und wir müssen halt Geld beschaffen für das Erpressungsgeld praktisch, um die freizukaufen. Damit sie nicht als Sklaven enden. Deswegen, wir werden das Tutorial skippen. Ist wurscht, interessiert uns nicht. Denn die Story ist jetzt einfach passiert. Unsere Quest ist jetzt Geld beschaffen. Und wir haben, was wir noch haben, ist, das wird uns jetzt, glaube ich, gerade gesagt. Warten wir erstmal. Found the first banner piece, ja. Können Sie auch unser Banner bestimmen. Es gibt noch eine Notification. Das hier ist jetzt ein bisschen anders, als wenn wir das Tutorial gemacht hätten. Im Tutorial kriegt man den Auftrag in dem Dorf, dass ein, ich glaube, ein Doktor ist es, von denen entführt wurde von den Raidern und wir sollen den noch aufsuchen, also doch, wir sollen den noch befreien und dann wird uns vielleicht von seiner Quest erzählen. Und das ist jetzt unsere zweite Quest, die noch im Laufen ist. A few hours after you leave the training ground, you come across a wounded man lying under a tree. Ja, normalerweise ist er bei den Raidern und dann befreien wir den. You share your water with him and try to dress his wounds as best as you can. He tells you he's a traveling doctor. Genau. To thank you for your help, he hands you a small bronze artifact. Und dieses Artifact, wir müssen rausfinden, was es ist. Which he says was once given to him in payment by a warrior who said only that it was related to Nereztis Foley. He suspects, Nereztis war der Imperator dieses römischen Reiches hier, der frühere, der in einem ziemlich beschissenen Kampf gestorben ist. Für ihn beschissen. Zum Glück für die anderen nicht, weil sonst wäre das Imperium wahrscheinlich über der ganzen Map. He suspects it might be of great value. We resolve to find out more. Ja, und wir heißen. Oh Gott. MacLeod, ist das? Ich weiß nicht mehr, wie MacLeod geschrieben wird. Oder wollen wir einen anderen Namen nehmen, Leute? Habt ihr eine Idee? Ist MacLeod so richtig? Oder ist es MacLeod mit C? Ich bin mir nicht mehr sicher, wie es geschrieben wird. Mein Bruder heißt Nathanos, okay. Ein bisschen wie Nathaniel, ne? Besser zumindest, ja, als Niasen. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll überhaupt. Ich finde es cool, dass jetzt auch Frauen als Kommandanten da sind. Das gab es doch schon immer, ne, Dragon. Es gab doch immer schon Frauen als Kommandanten dabei. Hier ist sogar die Imperatorin, also die Frau des jetzigen Imperators, rennt hier sogar rum und mit der muss man auch reden. Die ist eine der Nobles, mit denen man reden muss. Ich weiß nicht, wie MacLeod geschrieben wird. In Warband nicht? Doch, ich meine schon. Ich habe es auch gespielt. Ich muss gerade mal nachgucken, wie man MacLeod schreibt, Leute, einen Moment. MacLeod? Ich glaube, das ist richtig. Ah, Surnames in the English Language, ja? Ja, Leot, ja, ist richtig. Aber ohne das zweite C, okay. Aha.
Anglicized Forms of the Scottish Gaelic mit einem Apostroph und einem I. Okay, nehmen wir das Scottish Gaelic, weil das passt hier am besten. Ich hoffe, das Apostroph geht. Ist kein Apostroph, es ist ein Accent something. I have no idea. Ich glaube, das da war's. Das ist die gaelische Form. Aber ich glaube auch mit einem... Das ist die. Also Scottish Gaelic Form. Ich gucke nochmal nach. Damit ich auch wirklich das Richtige nehme. Laden, laden, laden. Scottish Gaelic. Bla, bla, bla. Nach rechts gehend. Kannst wieder schließen. Ja, nach rechts gehend, ist richtig. Bam, nehmen wir den. Läuft, den können wir auch leider nicht mehr ändern, aber das Banner können wir jederzeit ändern. Deswegen, was für ein Banner wollen wir haben? Irgendwas, was keltisch aussieht, ne? Oh, das hatte ich mit Nadinchen schon, das Problem. Da habe ich, glaube ich, auch Kälte gespielt. Gestern. Es gibt nicht so viel Keltische, ne? Das hier wäre so mehr diese... Das hier ist halt die Franzosenrichtung. Und ja, das hier ist so mehr keltische Sachen, ne? Aber die sehen halt... Das hier sieht halt so ultra shit aus, finde ich. Wir können die ein bisschen größer machen, by the way. Nicht das Problem. Ich werde auf jeden Fall auf schwarzem Grund das haben wollen. Sieht irgendwie besser aus. Ich finde, das passt. Interessanterweise, das habe ich von Enter Elysium gehört, ist es wohl so, dass in der Heraldik, da gibt es ja gewisse Regeln, und da darf, da muss es immer ein Metall auf farbigem Grund sein. Also das hier, die Background Color, der Grund, muss eine Farbe sein. Und das Siegel muss in Metall sein. Das heißt, es wäre nur das zulässig, weil Gold... Silber, weiß, Silber und das hier ist auch noch Gold. Also nur die drei werden eigentlich zulässig. Das hier ist kein Metall. Das sind keine Metallfarben praktisch. Und deswegen sind die eigentlich gar nicht in der Heraldik zulässig. Ich glaube, wir nehmen das etwas hellere. Die Frage ist, was nehmen wir? Ja, ein bisschen sehr dick, ne? Das hier ist mehr, das sind mehr, mehr die nordischen Runen. Meine ich. Das sind mehr nordische Runen und nicht die keltischen. Bin mir nicht ganz sicher. Gibt's irgendwas, was euch ins Auge springt? So wie der schöne Geselle hier oder sowas? I don't know. Ich meine, man könnte auch Richtung Walisisch jetzt noch da reingehen und einfach sagen, bam, ne? Dann Silber, Gold ist blöd. Wollt ihr echt Silber? Ich meine, können wir. Vielleicht eine andere Hintergrundfarbe dann. I don't know. Sind alle nicht so schön, finde ich. Ich meine, das Grüne könnte man nehmen. Das Grüne, Grün-Silber, das ist okay, ne? Das hat doch was Irisches, meine ich. Ist da nicht irische Flaggen irgendwas in der Richtung? Die waren doch mehr so grün, ne? Für das Irische ist grün ja so eine besondere Farbe. Auch Leprechaun-mäßig, das ist auch St. Patrick's Day-Farbe und so ein Kram. Ich glaube, es hat auch irgendwas mit der irischen Kultur zu tun. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne mich da nicht so gut aus, leider. I don't know. Nehmen wir das für den Drachen. Auch so ein bisschen Mix von allem. Ich muss den ein bisschen kleiner machen, damit auch Schild passt. Wir können das hier jederzeit ändern. Also ist nicht so wild, wenn wir das nochmal anders haben wollen. Aber jetzt sind unsere Truppen auch alle in grün. Das sieht man auch bei uns, also wird automatisch eingefärbt in der Farbe. Was sehr cool ist, da kann man nämlich besonders halten. Das sind unsere zwei Quests, Rebuild Your Clan. Dafür brauchen wir 1000 Denare mehr, als wir jetzt haben. Wir haben 1000, wir werden davon aber was ausgeben müssen, dass wir mit 2000 haben. Wir brauchen eine Party von mindestens 20 Mann und wir brauchen ein höheres Clan-Tier. Wir sind schon gut dabei mit unserem Renown, wir brauchen aber ein bisschen mehr Renown. Wird ein bisschen dauern und wir brauchen einen Companion, also wir brauchen irgendeinen, der uns noch hilft. Neretz's Folly müssen wir investigaten, da müssen wir erst rausfinden, was das ist und dafür müssen wir mit Nobles reden, das sehen wir dann aber auf der Map, wenn wir diese möglichen Quests haben. So, was können wir noch machen? Wir können noch kurz skillen. Also immer wenn dieses Zeichen hier unten ist, kann man skillen. Man hat dann einen Pick aus ein oder zwei Sachen, die man auswählen darf. Wenn es zwei sind, darf man nur einen von beiden wählen. Ich finde 1,5% extra Damage relativ wenig, die 3% Hitpoints, I don't know, Hitpoints sind wichtig, hätte ich schon eher gern. Wir haben interessanterweise Charm, das hatte ich noch nie. Was haben wir da? Icebreaker, when introducing yourself to lords for the first time, have 10% chance to gain plus 2 relations with them. Das ist nice. Oder reduce barter penalty. Ich habe noch nie gebartert, um ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie man Bartering betreibt in diesem Spiel. Das war ja in Kingdom Come eigentlich ganz cool. Hat ja relativ viel Spaß gemacht, finde ich. Lords finden es doof. Ja, ist es, weil die nicht in ihren Schlössern sind, ja. Naja, die laufen nämlich alle rum, die Idioten. Das ist ziemlich schwer. Aber ich warte mal, bis ich es random treffe, glaube ich. Ich weiß jetzt aber auch, wo ich sehen kann, ob die im Schloss sind oder nicht. Das kann man direkt sehen, wenn man dort ankommt. Du bekommst ein Handelsmenü, das ist recht cool. Okay, sollen wir das machen? Sollen wir Bartering nehmen, oder? Ich meine, mit den Lords Relations zu bekommen, ist nicht einfach, ne?
Aber eine 10% Chance für 2 Punkte? Ich glaube, wir nehmen Bartering, probieren wir das einfach mal. Wir können, ich erkläre euch ganz kurz, wie das hier funktioniert. Wir haben jetzt einen Skill von 25. Der Skill geht bis hier hinten hin. Hier seht ihr es, wenn ich drüber hovere, sagt er mir Learning Limit. Das ist mein Social, das heißt mein Attribut, plus der Skill-Fokus, was 2 Punkte sind, 30 pro Punkt, gibt uns ein Learning Limit von 90. Das heißt, nach diesem Punkt kann ich nichts mehr lernen, bis ich mehr Fokus investiere oder einen besseren Attribut-Skill habe. Attribute kriege ich alle 3 Level, also Attribute sind hier oben, kriege ich einen Attribut-Point alle 3 Level und jeden Level kriege ich einen Fokus-Point. Und so muss man sich dann hier durchhangeln. Und ich werde auf jeden Fall Scouting und Medizin als nächste nehmen. Als Fokus. Aber schauen wir mal. Jo, ne? Und dann machen wir auch noch bei Leadership. Was haben wir hier? Combat Tips, Small XP Boost per Day to Party. Oder Medium XP Boost per Day to Tier 1, 2 und 3 Troops. Das ist eine interessante Sache hierbei, bevor wir anfangen. Du bekommst ein Handelsmenü, bla. Vor allem wusstest du, dass, wenn du Pferde im Inventar hast, deine Schnelligkeit auf der Karte sich verbessern müsste. Aber nur, wenn alle Pferde haben, nicht nur, wenn ich Pferde habe. Also jeder, ich brauche ein Pferd pro Mann wahrscheinlich dafür, weil sonst macht es keinen Sinn, dass sich verbessert. Im Gegenteil, dann wird es nicht besser, dann bist du so langsam wie der Typ, der läuft. Und das, da habe ich auch gemerkt, dass die 10% nicht greifen, nicht wirklich zumindest. Oder sind einfach so fucking gering, dass es keinen Unterschied macht. Also die 10% im Wald werden uns überhaupt nicht, werden wir nicht bemerken. Jetzt aber hier eine ganz wichtige Frage. Ein kleiner XP-Bonus für alle, egal welches Level sie haben, pro Tag? Oder einen Medium-Bonus? Ich weiß nicht, vielleicht sind das hier 20% oder das sind 50% XP fürs nächste, also, nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht sind das hier 2% und das sind 5% pro Tag oder so. Aber der hier gilt nur für 1 bis 3 Tier, also Jede Truppe, es gibt Rekruten, dann gibt's die nächsthöhere Form und dann die nächsthöhere Form und dann gibt's noch 2 Stufen, glaube ich. Und wir würden mindestens bis zur 3. gute XP-Boni bekommen. Das heißt, wir hätten ziemlich gut Middle-of-the-Road-Troops. Immer. Also relativ schnell, zumindest. Es soll reichen, wenn du welche im Inventar hast. Weiß nicht, wie ich das... Ja, aber du brauchst halt eine Menge. Und so teuer sind die kleinen Pferde nicht. Also die schwachen. Die kosten 100 Denare. Ich habe das Ober genommen, weiß aber nicht, wie groß der genau ist. Ja, eben, das stört mich ein bisschen. Hier sollte drinstehen X% oder XXP pro Tag. Dann hätte ich ein bisschen... Ich meine, das hier ist gut. Hiermit sorgst du dafür, dass deine Truppen schneller auf dem Middle-of-the-Road-Level sind und dann durch Battles besser werden. Was sicher nicht schlecht ist, gerade am Anfang. Hiermit sorgst du dafür, dass sie für immer mehr XP bekommen pro Tag. Aber es ist halt nur pro Tag. Und so viele Tage, so schnell vergehen die Tage nicht. Finde ich. Ich bin unentschlossen. Ich bin absolut unentschlossen. Ich weiß nicht, was besser ist. Im Grunde ist beides gut. Das hier ist halt long-term besser, aber die braucht halt ewig, weil so viel XP kriegst du nicht. Ich nehme mal Raise the Meek, weil es mir vielleicht mit ein paar Quests hilft. Nur deshalb. Okay, ich habe auch noch einen Focus Point. Ganz ehrlich, Scouting oder Medizin. Und ich glaube, ich bin dafür, Medizin zu nehmen. Denn je besser die Medizin ist, desto eher überleben Leute und gehen nicht drauf, wenn sie im Kampf umgehauen werden. Wenn sie im Kampf umgehauen werden, gelten sie zwar als tot, aber sie sind nicht unbedingt tot. Und wir sind, durch unseren Valor, sind wir Daring. Wir haben die Daring Quality und das bedeutet, I don't know, anscheinend Optionen im Gespräch. So viel zu dem Blödsinn, den wir am Anfang machen. Jetzt geht das Spiel los. Hier sind wir. Das hier ist die effing Map. Abartig groß, ziemlich cool. Aus dem Grund habe ich... Okay, ihr habt das nicht. Ich habe hier ein bisschen Screen-Tearing. Ja, das sind alles die Großstädte. Das sind die großen Städte und wenn man hier reinzoomt, hier sind überall noch kleine Settlements. Und all diese Städte und Settlements kann man, also die Städte kann man besiegen, die Settlements kann man raiden, man kann mit denen Freundschaften schließen und bla bla bla, man kann sich verbünden, man kann Kriege führen und so weiter. Man hat hier alle Möglichkeiten praktisch. Ich gehe erstmal nach Tevea und so reiten wir auf der Map entlang. Ah, ist das schön. Unser Bruder ist ja leider abgehauen, der Narr. Oh well. Wir müssen uns ein paar Truppen holen. Ich nehme mir mal ein paar Imperial Recruits. Leider kann ich nur einen haben. Wow. Das ist wenig. Außerdem... Oh, der Grain ist viel zu teuer. Ich hätte gerne noch ein bisschen Grain, damit meine Leute länger Essen haben. Denn man muss die Leute natürlich auch mit Essen versorgen. Denn wenn die Soldaten kein Essen haben, sind sie pissy. Hardcore pissy. Und man sieht hier auch die Moral. Hier ist die Daily Wage. So viel muss ich für den Soldaten bezahlen.
Je höher die aufsteigen, desto teurer werden sie. Die View Distance, wie weit um mich herum ich wirklich was sehe, das wird nicht wirklich angezeigt, außer dass die Leute reinploppen. Außerdem unser Party Speed, der noch recht groß ist, wegen der Cavalry. Also ein bisschen höher wird es. Aber ich glaube, je mehr Cargo wir haben, desto langsamer werden wir. Und je mehr Fußtruppen wir haben, desto langsamer werden wir. Unsere Hitpoints. Oh, hier sehe ich, wie viele Punkte ich habe. Wow, okay. Also durch meinen Perk kriege ich 3 Hitpoints momentan dazu. Was genauso viel ist wie der One-Handed-Perk, der mir 3 Hitpoints gibt. Okay. Influence. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wahrscheinlich später für Settlements oder so ein Kram. Und mein Geld. Gruppengröße. Wie viel Consumable Items ich habe. Ich finde es sehr doof, dass hier nicht... Was ich hier sehen will, sind die Days of Food und nicht die Consumable Items. Die Items sind mir völlig egal, wenn ich nicht weiß, wie viele Tage das sind. Das müssen sie ändern. Aber ich meine, es ist Early Access, ne? Hier ist irgendwas mit Part of a Kingdom. Kann ich vielleicht eine Armee gründen oder so? I don't know. Das hier ist auch locked, bis ich zu einem Kingdom gehöre. Also ich kann mich irgendeinem Lord anschließen irgendwann. Was hier super nice ist. Wir holen uns am Anfang erstmal mehr Truppen. Das ist, was man am Anfang braucht. Truppen, 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 Truppen. Ah, da sind Looter und die wollen was von uns. Das ist nicht so cool. Ich hoffe, wir können gegen die gewinnen. Oh, okay. Dann willkommen zurück, Waschbär. Wir spielen jetzt kein Rimworld mehr. Wir haben den Run beendet. Die Typen wollen uns töten. Es sind 9 Stück. Ich habe 5. Meine Leute sind alle untrainiert. We will probably die, but who cares? I don't know. Dann sehen wir halt, was passiert, wenn man stirbt. Ich glaube nicht, dass ich entkommen könnte. Wir greifen an. Wir sind relativ gleich stark, aber ihr werdet sehen, das wird nicht lange so bleiben. Wir sind zum Glück auf dem Pferd und das hilft uns. Eigentlich würde ich jetzt sagen, macht eine Shield Wall. Mein Gott, unsere Stimme ist so mega gut, ne? Eigentlich würde ich sagen, macht eine Shield Wall, aber das bringt uns nicht viel. Was ich will, ist die Plinken. Oh, schön Damage gemacht. Sehr gut. Ich schieße euch in den Rücken, ihr Penner. Ah, du bist nicht zurückgekommen. Das ist nicht cool. Na. Ich treffe natürlich wieder wie ein Gott. Wie ein junger Gott. Ich sollte vielleicht ein paar töten vorher. Ansonsten sind gleich meine Truppen alle weg. Und wenn die Truppen weg sind, bin ich auch irgendwann weg. Der hat mein Pferd getroffen, das ist nicht cool. Und das Ding ist, das sind alles Berliner, die schmeißen mit Steinen. Ja, und da sind schon meine ersten Rekruten tot. Ja, meine Rekruten sind alle tot, sehr gut. Und jetzt bin ich alleine und muss irgendwie überleben, das ist fun. Dreckige Steineschmeißer, ey. Ich habe nur noch 16 Pfeile, also ich glaube, wir sind so ziemlich tot. Ich könnte abhauen, theoretisch. Ich darf nicht drauf gehen, das ist das Wichtige. Ich hätte noch eine Axt. Leider nur eine Axt, mehr habe ich nicht. Kein Schild. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich hier klarkomme. Okay, das war gut. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, mit meinen letzten 15 Pfeilen alle zu töten. Was möglich ist, es sind nicht viele Gegner. Meine Truppen sind weg. Oh well, 20 Dinare pro Dings. Das waren 4 Leute oder so. Who cares? Oh, wie feuerst du denn, du Dummbeutel? Das hasse ich an dem Spiel. Die drehen sich manchmal nicht um, weil sie auf dem Pferd sitzen. Das ist so dumm. Müsste ja wohl dann die Richtung drehen können. Guck mal, er dreht sich wieder nicht um, der Drecksack. Das ist unglaublich. Kriege ich einen Anfall. Nach rechts bin ich geblockt. Das macht keinen Sinn. Warum? Ja, okay, macht schon Sinn. Das stimmt schon. Enkel sind Level aufgestiegen. Leider ist noch keiner gestorben. Wir haben noch keinen gekillt. Ah, scheiße, ich bin so schlecht. Okay, gut, dass du mir das sagst. Damit kann ich das einsetzen. Ja, gut, ich meine, so wie du den Bogen ziehst, ne? Deswegen kann er sich umdrehen. Das macht schon Sinn, das ist realistisch. Wenn wir nicht bald jemanden töten können... Ich meine, immerhin haben wir keinen Steineschmeißer mehr hier. Okay, da ist noch einer getroffen worden. Ich meine, wenn wir sie anzoffen, können wir sie auch mit der Axt killen. Sehr schön. Und hoffentlich... Ah, das ist der erste Tod, sehr gut. Hoffentlich ohne, dass sie uns erledigen. Ah, ich darf nicht... So, verkacken. Gib mal Gas. Pferd. Sehr gut. Ja, wieder keiner tot. So ein Scheiß. Ich habe noch 2 Schuss. Ah, ich brauche den Perk, der mir mehr Pfeile gibt, wenn ich auf dem Pferd sitze am Anfang. Oh, damn it. Nein, das war mein letzter Pfeil. Jetzt wird's eklig. Ich habe kein Schild und muss die jetzt irgendwie killen. Okay, renn erstmal weg. Schwieriger Kampf am Anfang, wenn wir noch keine Truppen haben, die irgendwas können und ein Schild haben. Ah, der war schön. Unser Pferd hält auch nicht ewig was aus, das stirbt bald.
Kannst weiter wegstehen bleiben und dann... Ja, ich komme nicht weit weg, ist das Problem. Ich bin so scheiße im Reiten, dass ich super fucking langsam bin. Naja, das war nicht richtig. Schild ist so extrem wichtig. Ja, I know. Dankeschön, aber ich habe kein Schild. Ich spawne leider ohne, was ich ziemlich dumm finde. Weil eigentlich habe ich One-Handed und damit sollte ich auch ein Schild haben. Aber als Kälte spawnt man ohne. Es gibt andere, da spawnst du mit. Kannst aber auch mit ultra beschissenem Equip spawnen, das ist das Dumme. Oh Gott, das war dumm. Das hätte mich mein Pferd kosten können. Aber ich komme einfach nicht in eine gute Position. Mein Pferd ist zu langsam. Es ist auch ein ziemlich beschissenes Pferd. Das ist eines der schlechtesten Pferde im Spiel am Anfang. Ja, eines der schlechtesten. Die schlechteste, glücklicherweise. Yes! Dead! Wir kriegen die tot. Wir brauchen nur ein bisschen. Alles gut. Außer die, wenn die mich vom Pferd holen, ist vorbei. Und das haben sie fast geschafft. Dann habe ich wahrscheinlich verkackt. Weil es sind noch zu viele. Ich muss sie noch ein bisschen, runterholen. In der Masse. Wenn wir umgebracht werden, oh well, dann ist halt so. Wir werden nicht sterben, I think. Damn it. Keinen Schaden gemacht. Gut, dass keine Steineschmeißer mehr dabei sind. Das sind die absolute Hölle, ne? Die Typen können dich so schnell töten. Ich meine, es ist im Mittelalter auch realistisch. Ein Stein an Kopf ohne Helm. Wird dich auf jeden Fall killen, wahrscheinlich. Wenn der Stein groß genug ist, bist du da ziemlich schnell tot. Zumindest wird es dich killen, weil du einfach nicht mehr hinterherkommst. Also weil du gestunt wirst und dann wirst du einfach gekillt. Du wirst wieder gemetzelt. Und ich meine, wir haben keine Rüstung, ne? Wir haben nur einen Rock an. Oder halt so ein bisschen Stoff. Lalalalalala. Hallo Leute. Geht's euch gut? Ja? Super, mir auch. Also nicht wirklich, aber gleich besser, wenn ihr alle tot seid. Das gibt's einfach nicht. Das Pferd hat einfach zu großen Wenderadius und ist zu langsam. Ich krieg nicht genug Entfernung hin. Ich muss aufpassen, dass ich nicht aus der Map rausreite, weil sonst versuche ich zu fliehen. Und dann haben sie am Ende noch Möglichkeiten, mich damit zu killen. Habe ich nicht getroffen? Mein Mount ist gleich tot. Und dann falle ich vom Pferd und dann bin ich ziemlich done. Dann bin ich wirklich ziemlich done. Ah, das gibt's ja wohl nicht. Und das war jetzt mein Damage, aber ich habe ein bisschen absorbt. Es sind nur noch drei. Wenn ich auf zwei runterkriege, habe ich eine Chance. Die sind alle angesoftet. Scheiße, und da ist mein Pferd dann. Ah! Fuck my life, ich wusste es. Wenn ich auf zwei runtergebracht hätte, wären sie tot gewesen. Aber ich habe kein Schild, deswegen konnte ich nicht abwehren und war praktisch am Arsch. Okay. Wir sind drei nur verletzt, okay. Jetzt sind wir captured. It happens. Gerade am Anfang. Es war halt dumm, dass die mich direkt erwischt haben. Ich hätte ein paar mehr Truppen gebraucht. Hätten die überhaupt keine Chance gehabt. Es sind nur noch zwei Leute. Ich werde gleich die Chance bekommen, zu fliehen. Wenn du Pferde... Blablabla, ist so schade wegen der Sache mit dem Schild. Jo, ist halt so. Mules sogar nicht mehr? Noch mehr, meinst du wohl? Schreib deutlich, Dragon. Ah, es ist wieder einer mehr geworden von den Pennern. Komm, mach mal hin. Das kann jetzt so lang dauern. Blablabla, to escape. Sehr gut, wunderbar. Renn nach Canorus. Ist nicht so schlimm, wenn man am Anfang gefangen genommen wird. Also ich muss ein bisschen heilen, habe keine Nahrung und nichts. Aber ich habe noch all mein Gold, also ist wurscht. Das kann ich nämlich verstecken vor den Pennern. Außerdem brauche ich jetzt Grain. Ja, ist ein bisschen günstiger hier, okay. Gut. Alles noch drin, alles noch drin. Ich glaube nicht, dass TV ja noch Truppen hat, ne? Doch, sie haben wieder refreshed, sehr gut. Ihr seht hier auch, dass welche ausgegraut sind. Ich bin nicht im guten Standing mit denen, deswegen darf ich die nicht holen. Und das Blöde ist, wenn eine Armee hier gerade vorbeigerannt ist, dann gibt nichts mehr, dann sind alle Truppen weg. Wir haben 5, wir haben jetzt mehr als vorher. Das gefangen genommen werden war jetzt nicht so wild. Das einzig Blöde daran ist, dass ich kein Geld gemacht habe, sondern nur Geld verloren habe. Das ist das einzig Blöde daran. Aber ich gehe gleich wieder in die Richtung. Oh, wirklich? Hier war eine Armee gerade wahrscheinlich. Ne, sind Villagers. Vielleicht füllen die den Pool wieder ein bisschen auf. Gehen wir noch nach Spotia. Man kann ja auch nach Quest-Ausschau halten. Hier oben die Typen. Das sind die Elders oder halt die Leute mit Macht. Die bieten ja manchmal Quests an, hier die. Da muss man mit denen reden. Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar Truppen. Die sind alle mega shit. Also von denen kann man nichts erwarten. Die werden fallen wie die Fliegen. Aber wenn man die auflevelt,
dann werden sie ziemlich gut. Dann kriegen sie Schilder und richtige Waffen. Und hier sind 4 Looter. Und ich glaube, das sind die, die mich eben gekillt haben. Oh Gott, no, no, no. Das sind 8. I will murder them. Wir werden gleich am Killing Spree gehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 11 Leute. Bam. Das passt. Wie lange leben wir? 9 Tage. Damit kann ich ein paar Looter jagen gehen. Und vielleicht reicht das schon, wenn wir die Leute haben. Man startet... Oh mein Gott, sind das viele. Ich will euch 5 haben und nur euch 5. Hahaha, das sind ein paar viele. Warum sind es immer so viele, verdammt? Goddammit, ein 7 scheiß Looter auch noch. Geh nach Sagora. Nein. Ich will keine Product. Oh, günstig. Günstig. Wir müssen jetzt ein paar Looter killen, ist das Problem. Ansonsten haben wir kein Geld mehr gleich. Und dann haben wir richtige Probleme, weil dann ist das Game vorbei. Geld musst du immer haben. Komm, euch 7. Euch 7 kill ich. Hab ich kein Problem mit. Man behält auch seine Sachen. Also selbst wenn ich gefangen genommen werde, ich behalte meinen ganzen... Alles, was ich trage. As far as I know. Zumindest hatte ich eh so Crap-Mist, dass es egal sein wird. So. Handy und so. Achso. Trotzdem muss schreiben lernen. Gibt's ja nicht. Wir sind gerade im Dunkeln. Das ist ein bisschen ungünstig, aber... Das sind meine Truppen. Nicht gerade viele. Ich versuche die Looter ein bisschen wieder zu snipen. Und dann auch auseinanderzuziehen. Denn je mehr ich sie auseinanderziehen kann, desto besser. Scheiß Steinewerfer. Ich hasse euch so sehr, ihr dämlichen Lackaffen. Da haben wir einen erwischt. Scheiß Steinewerfer. Ey. Schaut euch mal, wie viel Damage die gemacht haben. Nur mit ein paar Steinchen. Ich glaube, es hackt. Ja, guten Tag. Ich habe jemanden getroffen. Wow. Dich haben wir getroffen. Richtig tot. Yes, schön in den Pulp. Das war sogar fast ein Kopfschuss. Aber nur fast. Kopfschüsse machen natürlich ein bisschen extra Damage. Aber ihr seht, ich habe die aufgetrennt. Und das wird schon meinen Truppen reichen, um sie zu killen, schätze ich. Ohne große Verluste. Die Steinewerfer sind auch für meine pisseligen Truppen ziemlich gefährlich, weil wir keine Schilde haben. Jetzt auf meinen Pulk geschossen. Das Schöne ist, selbst wenn ich keinen kille, kriege ich ein bisschen XP. Oh, du hast sogar einen Helm. Nice. Okay, unser erster gewonnener Kampf. Yay, wir haben einen Verwundeten. Das bin wahrscheinlich ich. Und die haben auch einen Verwundeten. Und wenn die Verwundeten haben, die Gegner, dann kriegen wir Prisoners. Außerdem kann ich die auch rekrutieren irgendwann. Ich weiß nur nicht, wovon es abhängt, weil das sagt es mir hier leider nicht. Also dann könnten wir Looter rekrutieren. Allerdings brauche ich sehr viel Roguery, um die aufzuleveln. Wir haben unseren ersten Mann, den wir aufleveln können. Imperial Infantryman. Wir können hier auch gucken, was die für eine Reihe haben. Das sind die Imperial Troops, die man aufleveln kann. Und das hier meinte ich. Hier gibt es nämlich noch eine Abspaltung. Wenn es ein Trained Infantryman ist, kann er entweder ein Speermann werden oder ein verbesserter Infantryman. Also mit normalem Schild und sowas. Mit besserem Schild. Und ja, hier sieht man dann immer diese Tech Trees. Jeder einzelne Fraktion hat eigene Truppen. Das ist super geil. Das ist super mega geil. Oh, und die können Horse Archer haben. Und Imperial Crossbowmen und so einen kranken Scheiß. Voll gut. Für den Moment brauchen wir aber einfach nur Truppen. Wir kriegen ein bisschen Loot, wir kriegen ein bisschen Fisch zum Essen. Sehr gut. Haben die Truppen ein bisschen mehr Zeug. Dadurch geht auch ihre Moral ein bisschen hoch. Das ist das Problem, das Recent Event. Wir haben einen Kampf verloren und das finden die Truppen halt scheiße. Obwohl keiner von denen gelebt hat zu dem... Also, keiner hat überlebt. Und trotzdem wissen meine Truppen, dass wir einen Kampf verloren haben. Was ziemlich dreckig ist. But oh well. Hier sind nochmal 9 Looter. Das sind ein bisschen viele. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Truppen. Du levelst die aber, wenn du Banditentruppen in die Schlacht führst. Ja, aber du kannst sie nicht aufleveln, Dragon. Du kannst sie nicht aufleveln ohne Roguery. Du brauchst einen speziellen Skill, um Looter aufzuleveln. I tried. Sehr gut, hier sind noch ein paar Truppen. Jetzt haben wir genug, um auch die 9 zu killen. Oder hier 5. 5 ist natürlich ein easy pickings. Wie schnell sind wir? Das kann man hier sehen. 3,5 und die sind auch 3,5. Bad. Ich hätte in der Stadt vielleicht verkaufen sollen. Das war ein Fehler. Dadurch bin ich ein bisschen mehr beladen. Und dadurch geht wahrscheinlich unsere Geschwindigkeit runter. Prisoner. Prisoner machen uns auch langsam. Okay. 20. Bad. Very bad. Geh nach Morenia und kauf noch ein paar Leute. Oh, nice. Wir kriegen einen Imperial Archer. Dankeschön. Just for Lau. Super. Wir können jetzt auch unsere Sachen verkaufen, beziehungsweise ich sollte die vielleicht anziehen, wäre gut. Denn die sind besser als meine. Auch das Gambeson ist besser als Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt gar nichts gesehen. Das habt ihr euch alles nur eingebildet. Läuft. Und die Dinge auch. War sehr wenig Loot, leider. Wir müssen mehr Leute killen.
Aber ich bin jetzt ein bisschen widerstandsfähiger. Die 20, zu denen will ich nicht spielen gehen. Und so sind 13 auch nicht unbedingt, bis ich die 5 und gekillt habe und ein paar mehr Leute habe. Aber ihr seht, es ist manchmal ganz schönes... Deshalb braucht man Scouting. Deshalb braucht man einfach Scouting. Mit Scouting ist man schneller auf der Map. Und dann hat man den... Ja, die sind schneller als ich. Wenn sie die Richtung ändern, kriege ich sie. Aber vorher leider nicht. Aber mit Scouting hat man den Vorteil, weil dann kann man so Truppen nämlich einfach einholen. Das ist gefährlich, wenn die beiden zusammen sich zusammentun, das machen sie manchmal und uns angreifen, dann haben wir ein Problem. Dafür sind wir nämlich ein paar wenig. Mein Gott, jetzt änder mal die Richtung, damit ich krieg. Komm, nochmal. Noch ein bisschen. Nur noch ein klein bisschen. Ich hab dich gleich. Drecksack. Ach, geht doch. Erinnere mich an die Szene aus Meine Frau, die Spartaner und ich, kenne ich nicht. Habe ich nie gesehen. Leider. Surrender or die. Und sie werden niemals surrendern. Sie müssen immer sterben. Was, LOL? Ich weiß nicht, was das LOL war. Ich meine, wir haben nur einen. Ist nicht viel Shield Wall, aber passt schon. Okay. Ach so. Haha, ja. Ihr durftet es sehen, ihr habt nur nichts gesehen. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Haha, erster Looter tot. La. Ich werde natürlich versuchen, so viel XP für mich abzuhacken, wie es geht, weil ich bin hier der Wichtige. Die anderen sind ja alle nur Naps. Ihr könntet angreifen, da müssten jetzt auch die Bogenschützen agieren. Yes! Ah, du bist noch nicht tot? Wow, der muss nur noch einen Lebenspunkt haben oder so. Oh, komm schon, den will ich jetzt noch killen. Wirklich? Game? You suck. Ich habe nicht einen gekillt bisher. Es ist so traurig. Dadurch kriege ich auch keinen Renown, wenn ich keinen kille. Oder halt wahrscheinlich nur sehr wenig. Ja, man kriegt nach einem Battle immer Renown und Moral. Und wir wissen ja, dass wir einen bestimmten Renown erreichen müssen. 2 Gefangene haben wir gemacht. Sehr gut. Läuft. Außerdem haben wir einen Imperial Recruit. Und du wirst wieder zum Infantryman. Wir brauchen eine gute Infantry Line, bevor wir uns wirklich an die Archer wagen. Aber gut, dass wir schon einen haben. Das ist voll super. Oh, und wir könnten einen Looter rekrutieren, wenn wir wollen. Ich meine, wir können try, dann können wir unsere Roguery ein bisschen leveln. Da habe ich die 2 Prisoner gerade zurückgelassen, ich bin ein Idiot. Okay, das war der beste Move von Gary bisher. Mega. Commoners Shirt, nicht so gut, nicht so gut. Okay, nehmen wir nur mit. Passt. Das ist Money immerhin. Gehen wir da hin. Nach Cestea. Sogar näher als Tevea. Warum bin ich nicht immer zu Cestea gegangen? Wir haben aber fast eine volle Truppe und danach geht's ans Leveln oder halt ans Questen. Ich hätte gerne mal ein paar Quests, aber bisher haben wir nichts. Wie lange mache ich schon? 42 Minuten, okay. Aber wir machen mal ein Stündchen für den ersten Part und dann schauen wir mal. Ist ein längeres Spiel, da muss man schon ein bisschen, ne, investieren. Wir könnten auch in Richtung Trading gehen. Wir sollten... Oh, Looter. Wir sollten relativ gut dabei sein. Die 9 hätte ich lieber als die 4, um ehrlich zu sein. Wir sind genug Männer. Ich meine, 4 sind leichter mit dem Bogen zu erledigen. Ne? Gucken wir mal, was hier so kommt an den 8. Ja, jetzt rennt ihr wieder zurück, ihr dreckigen Schweine. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Looter in diesen Landen. Sehr viele Gesetzlose. Oh, ich muss die wieder ewig jagen. Kann ich euch nicht irgendwo einkesseln? 4,9, 4,9. Ja, wir sind gleich matched. Ich muss die Prisoner loswerden hier. Ich gehe gleich... Ist das ein Castle? Nein, das ist ein... Okay, das ist eine Stadt. Ich will dahin. Ich will die Prisoner loswerden. Vor allem die, die hier jetzt gleich noch kommen. Prisoner bringen ein klein bisschen Geld. Man kann sie rekrutieren, die Looter. Das ist ganz nett. Ja, dann müssen sie Richtung ändern. Das ist gut, dann komme ich näher ran. Das ist unglaublich, wie sie sich echt hetzen lassen, ne? Und es dann aber auch noch schaffen, gleich schnell zu bleiben. Wir sind ein bisschen schneller. We should make it. Da haben wir es, okay. Aus irgendeinem Grund waren wir gerade ein bisschen schneller. Ich will euch auch gar nicht lebend haben. Die 300 verarsche, okay. Du hast gesehen, Sapsi, okay. Nix hast du gesehen, nix. Nix siehst du. Ich finde Bogenkampf hier super gut. Es wäre echt viel schwieriger, wenn man das ohne machen müsste. Oh, guck mal, wie gut wir treffen. Ja, da haben wir einen Looter zumindest gekillt. Au, 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 das tut sehr, sehr weh. Wir haben immerhin mal einen gekillt, das gibt ein bisschen Renown. Und man kann natürlich auch noch skillen, dass man mit dem Bogen besser wird und dass man ein besserer Horse Archer wird.
Und dann kann man hier noch viel besser abgehen, was für die ersten Scharmützel echt, echt gut ist. Wenn man die Truppen schon mal ansoften kann, die Gegner, und dann verliert man keinen. Okay. So geil, wie dieser Pulk einfach auf die drei Leute einschlägt. Das ist voll toll. Wir haben niemanden verloren, keiner wurde verletzt. Wir sind sogar aufgestiegen, was super nice ist. Und wir kriegen ein paar Gefangene, die ich hoffentlich nicht wieder liegen lasse. Und ein bisschen Renown und Blödsinn. Passt. Zwei Rekruten sind aufgestiegen. Das ist sehr gut. Ich glaube... Ne, ich werde noch ein bisschen auf Infantryman gehen. Kostet mich immer ein bisschen Geld natürlich, weil ich deren Ausrüstung bezahlen muss. Aber ich will eine bessere Frontline haben. Oliven. Oh, und wir kriegen Blacksmith Hammer und Wooden Hammer. Die kann man später auch einschmelzen, wenn man will. Superschön. Kostet leider eine Menge Geld, der ganze Kram mit Schmieden. Aber oft sind Schmiedeutensilien sehr, sehr wertvoll. Riding können wir verbessern. Yay, unser Horse kriegt Hitpoints. Das ist super. Und hier haben wir dann zum Beispiel Spare Arrows. Your quivers will have +3 arrows when you enter battle on horseback, was nice ist. Oder throwing weapons sind mir egal, die werde ich nicht skillen, ich werde nur arrows skillen. Und dann kriegt man hier noch bessere Skills, die halt einen auch als Horseman besser machen. Ich habe 2 Fokuspunkte. Ich will auf jeden Fall auch einen in Scouting haben, damit wir das langsam leveln, weil das dauert ewig, bis wir es leveln. Travel through difficult terrain. I don't fucking know, wie das funktionieren soll. Müssen wir durch Schnee rennen oder so die ganze Zeit. Aber ich will auf jeden Fall einen Punkt drin haben. Und ich glaube, wir werden unser Bowmanship verbessern, damit wir schneller darin aufsteigen. Und als nächstes wahrscheinlich One-Handed, mal gucken. Solange wir stehen, beziehungsweise wir sind momentan pausiert, ich könnte auch im Stehen bleiben und weitergehen. Wenn ich einen gewissen Medicine-Skill habe, bringt mir das sogar bessere Heilungsrate. Für den Moment ist mir das aber relativ egal. Ich werde mal mein Zeug verkaufen. WB-Nadinchen! Wieso nur mehr oder weniger? Ist aber traurig. Wir können uns noch ein paar Truppen holen. Ah, das wäre einer zu viel. Wir haben schon ein Maximum. Durch den blöden... Ach, weißt du was? Nimm den. Ich scheiß auf den Looter. Ja, passt schon. Ich werde gleich einfach den Looter rausschmeißen. Trade. Momentan verkaufe ich einfach alles, weil was wir brauchen vor allem ist entweder besseres Gear for free oder... Und das werden wir nicht mehr kriegen. Oh mein Gott, der hat 83.000 Denare. Oh mein Gott. Oder mehr Geld. Wir brauchen definitiv Geld. Wir haben viel zu wenig. Wir haben nur 454 mit diesem Geld. Darum müssen wir schneller mehr Looter killen. Ich könnte ein besseres Pferd kaufen. Speed 34. Speed 48. Dafür weniger Lebenspunkte. Aber es ist ein richtiges Horse und kein Sumpter Horse. Ich habe keine Ahnung, was ein Sumpter Horse sein soll. Das ist wahrscheinlich irgendein Arbeitspferd oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Aber ich kenne Sumpter als Wort nicht. Der Charge Damage geht hier hoch und es ist ein Tier 2 Horse. Deshalb mag Nadinchen das Spiel wahrscheinlich auch, weil es Pferdchen gibt. Du bist sogar noch besser. Du machst weniger Charge Damage. Aber du bist schneller und manövrierfähiger. Das kostet sehr, sehr viel Geld und wir haben einfach kein Geld. Deswegen werde ich noch darauf verzichten müssen. Genauso wie neue Waffen oder sowas. Das ist einfach nicht in unserem Repertoire. Wir haben aber hier ein paar Quests. Was haben wir hier? Overpriced Raw Materials. Müssen wahrscheinlich jemanden erpressen oder so. Army of Poachers. Das klingt gut. Wants to get rid of the poachers who once served his and now became out of control. Ist das eine Bandit-Hideout-Quest, Dragon? Weißt du das? Wenn ja, ist es dreckig. Weil wir haben nicht die Truppen dafür. Und Bandit-Hideout-Quests sind buggy momentan. Mein Firefox kann keine Seite mehr öffnen. Das habe ich auch. Manchmal. Du musst den Firefox einfach ausmachen und wieder anmachen. Das liegt an Twitch. Twitch ballert dich zu mit Blödsinn. Also irgendwann, die haben irgendeinen Memory-Leak oder sowas auf Twitch, habe ich das Gefühl. Ich glaube, es liegt an Twitch. Vielleicht auch noch eine andere Seite, die ich nutze, aber bei mir, ich habe das auch immer nach dem Stream. Ich muss den Browser neu starten danach. Deswegen habe ich meistens gar nicht mehr offen. Lastpferd. Ah, danke schön, Nadinchen. Ja, ein Lastpferd, macht Sinn. Du kennst die Mission nicht. Okay, fuck it, dann machen wir sie halt. Wahrscheinlich verlieren wir Renown oder so, ist wurscht. Aktuell bin ich froh, dass ich gerade schreiben darf. Selbst Restart und Router-Restart gingen nicht. Wirklich? Als du U-Matrix, ja, dann war es einfach nur wenn du U-Matrix deaktivieren musstest, war es irgendein Skript, das nicht aktiv war, Nadinchen. Dann haben sie irgendein neues Skript reingebracht, warum es auf einmal nicht mehr ging. Weil ein U-Matrix ist eigentlich super, das protestiert sowas eigentlich nicht. Ich meine, vielleicht auf Twitch, I don't know. Weil Twitch hat 6 Millionen Skripte im Hintergrund laufen, was wieder mal absolut dreckig ist. I don't know you, I suppose you should tell me your name. They know me as Angus. Mark it down, you shall be hearing from me, of me a lot.
From Me wäre wahrscheinlich auch möglich. I am Ulbezos, a merchant here in Rotai. I know your name. I hear you recently caught some bandits. Oh, guck mal an. Und jemand hat schon von uns gehört. Speaking as a merchant, we appreciate any efforts to make the roads safer. Ich habe gehört, du brauchst Hilfe. I'm in real trouble with poachers. A few years ago I invested in them to hunt for me at the Royal Grounds. Was illegal ist, das kann ich den Kopf kosten, by the way. I paid all the hush money to local authorities and even nobles to give them free passage. And then we all made a fortune. After a while, poachers built an army of their own with their earnings and muscled me out of the leather business. What can I do for you? I want you to crush them. Go to Thessinion and kill them all. Any other way? If you don't want to get involved in this fight, leave one of your capable companions and 12 men for some days. Okay, das ist nicht viel, man. Also sind sie wohl nicht so stark. Jo, werden wir versuchen. I don't know. Every night they transfer a huge amount of goods around the midnight, enter the town and hunt them down. Normally smugglers always run away if they are busted by armed men, but these men have no fear. Be ready for a strong resistance. Okay, we will die. Und schaut mal. Es ist so schön. Die ganzen Städte sind modelt. Man könnte auch einfach durch die Stadt laufen, wenn man Bock hat. Ich meine, da gibt's nicht viel momentan. Ich hoffe, da bringen sie noch was rein. Man könnte mit den Leuten reden. Man könnte wahrscheinlich handeln. Da gibt es noch eine Quest für uns, aber I don't care. Man könnte zur Lord's Hall gehen, zum Dungeon. Aber all das, was ich hier mit Rumlatschen machen kann, kann ich auch schneller machen, indem ich da oben hingehe. Und das ist für mich gerade ein bisschen effizienter. Aber man kann sich die Städte auch alle anschauen. Die sind echt schön gemacht. Leider wird so viel da rein investiert und man muss halt nicht durch, was angenehm ist. Aber es ist halt auch ein bisschen schade, ne? Weil ich kann hier auch einfach direkt zur Arena gehen oder Tavern District. Dann kann meine Prisoners loswerden. Außerdem gibt es hier jemanden, den ich kaufen könnte, aber ich habe einfach kein Geld. Ich hoffe, dass die Quest mir Geld gibt. Viel Geld. Viel, viel Geld. Wir haben zu viele Leute, aber das ist kein Problem. Ich werde einfach den Looter rausschmeißen. Goodbye, you bastard. No one needs you. Army of Poachers nach Thessinion. Okay, das ist ein Settlement. Okay, passt. Es ist jetzt auf der Karte markiert. Schauen wir uns an. Kann ich noch irgendwas hier machen? Nope. Okay. Wir sind recht früh mit so einer Quest. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wie lange war Zeit für die Quest? 17 Tage. Okay, wir könnten noch ein bisschen Looting betreiben. Das Ding ist, ich muss halt auch heilen, genau. Ich werde jetzt gerade mal einen kleinen Cut machen. Beim nächsten Part werden wir uns um diese Quest kümmern. Ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Schreibt mir, was ihr vom Spiel haltet. Ich fände es super schön. Aber vielleicht seht ihr das ja anders. Schreibt es mir. Bis zum nächsten Mal auf YouTube. Tschüss.